So, hier waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Nee, noch nicht. Okay. Oh. Wie schmeckt dir das, Silber? Das sind diese Dinger, die so platzen, ey. Ja, hinlaufen ist auch eine Option, ne? Der Hexer. Eieiei. Sind echt mega, mega ekelig. Können auch richtig gefährlich werden. Und hat eine Bombe hinter sich. Ach, das jetzt, das macht er gar nicht, okay. Ich finde es lustig, dass man sich jetzt so drehen kann. Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Oha. Was meinte ich damit? So. Und hier links noch Loot hier. Naja, wenigstens ein bisschen was, ne? Na gut, hier sind viele Explosionsfässer, aber bringen tun sie kaum was. Leider. Gut, dann haben wir dieses komische Gebiet jetzt fertig. So. Kann mich echt nicht mehr gut dran erinnern. Was haben wir denn hier? So, ja, komplett zu rufen eigentlich, ne? Doch nicht scheinbar. Oh, guck mal hier. Oh, schade. So eine schicke Kiste und dann ist einfach nichts drin. Aha. Wie soll ich hier mal gucken gehen, ne? Gut, ist doch nicht so viel, wie ich erwartet hatte, leider. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht kommt ja hier noch ein bisschen was. Der Alkohol ist schon mal gut. Den kann man nochmal gebrauchen. Bärenfälle. Ihr seht mich ja mal, Bärenfälle und zu verkaufen, ne? Müsste ich eigentlich abraten zu machen, beziehungsweise solltet euch vielleicht ein bisschen was lagern, weil ich glaube, für die ein oder andere Bombe, um die das erste Mal herzustellen, braucht man, glaube ich, Fälle. Wo man findet auch so viel, muss man dazu sagen, also. Ihr habt ja jetzt die Option des Lagers, ich meine, die Option des Lagers kam bei mir erst deutlich später ins Spiel rein, also es wurde später ins Spiel reingepatcht, ich glaube erst mit der im DLC, als der DLC ist, glaube ich, damals. Ich kann mich auch täuschen. Deswegen. Zwergenschnaps, ganz viel, nice. So. Gut, dann haben wir das. Ich wollte da noch hin. Den Sternbruch haben wir gemacht, haben wir ja aus Versehen alles gekillt. Wir könnten uns hier noch mal umgucken, obwohl da haben wir schon Monsternest gemacht. Das ist ja gerade. Sätze, komm mal her. Karren umgekippt. Da schon ein Monster. Man hat echt überall hier was zu entdecken. Das ist halt das krasse an Witcher. Da ist auch so schöne Orte hier. Da war sogar was, oder? Ja, guck mal, da ist sogar einfach was in dem See drum, weißt du? Ich bin einfach nochmal eben hier. Schon werde ich belohnt. Also, das hat das Geile an Witcher, man wird einfach für seinen Decker dran so hart belohnt. Das ist einfach krass.
Und dann ist auch so ein kleiner Fleck jetzt auf der Karte. Kriegst du auch so eine Pfütze, weißt du? Ja. Jetzt war gut das Stuff drin. Einfach mal eben so. Was hast du so oft in dem Spiel? Da wurde echt sich noch Gedanken über Level-Design und so weiter gemacht. Das finde ich so hart, geil. Ich liebe es. Ich bin auch jetzt wieder in einer komplett anderen Richtung unterwegs, aber ich werde hier permanent belohnt. Ich entdecke hier, oh, hier war mal ein Dorf, wird abgefackelt oder was. Durch den Krieg oder so. Wenn dann da schon wieder neue Gegner und auf mich zukommen, sind sogar zwei jetzt plötzlich. Fuck. Ja, zwei Gegner besiegt. Ein neues Loot, neuen Loot bekommen. Einfach hier irgendwie aus der Gegend aufgeploppt sind. Und ich sehe ja jetzt durch meinen Skill, dass da noch einer ist. Er ist ein Ertrunkener, ey. Das ist hier ein Ertrunkener. Schmeckt dir das, Silber? Okay, es hat jetzt keinen Sinn ergeben, warum hier ein Ertrunkener ist. Aber da ist auch wieder einer. Die scheinen einfach immer permanent hier zu spawnen. Zack, zack. Oh, du kannst auch ein paar Sachen farmen, wenn du willst. Du brauchst ein paar Ressourcen. Find so einen Spot. Und farmst dir. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Aber nochmal eine Wasserflasche, glaube ich. Jetzt ist unter mir ein Gegner. Auch wieder ein Necker. Und weiter da unten ist auch wieder einer. Ja, mit der neuen Technik, ey. Ich dachte gerade, ich mach den Schaden. Sand, bitte nicht, und dann ist er tot. Ja, aber die Frage ist, warum sind denn hier so viele von den Viechern da? Wo spawnen die her? Ja, Entschuldigung. Einen Moment, ich brauche eben eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Oh, eben schon ein bisschen gehustet, einen Tee getrunken. Ich laufe immer noch von meinem Ziel eigentlich weg, aber ich will eigentlich auch nicht weiter hier machen, weil das ist halt nicht mein Gebiet. Ich will eigentlich nach der Story so ein bisschen gehen auch, ne? Ich hätte aber das alles hier jetzt schon machen können. Ach ja, so viel zu tun. Sind hier echt viele Fragezeichen? Ne, das sehen wir noch gar nicht, stimmt ja. Ja, ihr seht ja, was man alles schon allein hier machen kann, ne? Um einfach nur eine Vorstellung zu kriegen. So, ich muss irgendwie in die Richtung laufen, glaube ich, ne? Dann kann ich einfach eine Markierung setzen, ich Idiot, ne? Bis damit. Weiß ich, wo ich hin muss. Entschuldigung, ne? Ja, und hier muss man echt aufpassen mit dem Höhen. Der Witcher kann sich auch aus 2 Meter Höhe umringen. Leider. Gut, dann gehen wir mal der Hauptstory nach, würde ich sagen. Das ist das nächste, was wir hatten, war hier. Wir könnten das Gebiet hier noch ein bisschen erkunden, vielleicht sogar. Schauen wir mal. Okay, ich dachte gerade, das wären die Leichen, die wir letztes Mal hier umgebracht haben. Das sind die ganzen Baron-Typen und so weiter. Das Dorf ist einfach verlassen. Nein, einer. Bruno. Hallo, Bruno. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Hey, Bruno, ich will auch keinen Streit. Aber ich habe gerade einen halben Tasse Tee auf meinem Mauspad verteilt. Sieht jetzt aus, als hätte mir. Als hätte ich. Ja, irgendwie da drauf gekotzt oder so.
Ja, ey, so geht's mir auch. Hat wohl auch Corona. So, hi. Sei gegrüßt. Oh, erzähl mir mal was. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Ein bisschen was. Guck mal, nur noch eine Karte für mich. Man sieht, glaube ich, auch die Stärke und so weiter, ne? Neutrale Karte, Sonderkarte, Bauern des Kommandanten. Verdoppelt die Stärke aller Einheiten. Ja, die nehme ich. Den nehme ich hart. Was kostet dein Wasser? 21, Alter. Ist dein Wasser so teuer? Finde ich nicht korrekt, dass dein Wasser so teuer ist. Habe ich ja schon alle gelesen, naja. Ich wollte eigentlich mal die Kiste haben, ne? Zum. Danke, leb wohl. Auslagern. Wir brauchen mal mehr Schmiede oder so. Aber wir müssen in die Richtung weiter, ne? Das ist, glaube ich, die Burg vom Baron da, die wir jetzt sehen. Ah, die Baron-Storyline ist auch so krass geil. Okay, jetzt, glaub ich glaube, es gibt keine Storyline, die nicht ultra krass hier ist. Ja, wir sehen noch nicht so viele Fragezeichen hier. Ja gut, dann peilen wir erstmal das Dorf hier an, ne? Ja. Wir sollen da lang reiten. Ernsthaft Spiel? Ihr habt's auch gesehen, ne? Da sagt man, das Spiel ist geil, das ist wohl korrekt. Müssen mal gucken. Da liegt einfach bitte direkt irgendwas neben dem Pfad, weißt du? Was haben wir denn hier zum Beispiel? Schon von den kranken Schwarzen gehört, hey, die nach Temerien geschickt werden? Die Pocken sollen ganze Dörfer bei Vizima infiziert haben. Die Kranken wurden aufgeschnitten, okay, als sie noch geatmet haben. Oh, die Götter werden. Dann lassen wir die Leute mal hier in Ruhe, ne? Niemals. Ich find's halt einfach geil, wie viel man hier entdecken kann. Ich weiß doch, ich bin einfach hier durch die Länder gestrichen und habe einfach Dinge gefunden. Einfach so. Sich auf den, sag ich mal, auf den Weg aufzuhalten, ist schon fatal. Lauf, Plätze! Was ist das hier? Bin ich irgendwie aus dem Grund hochgeritten, aber. Okay. Komisch. Hey. Kann ich mal untersuchen oder so, ne? Ist ja auffällig hier. Warte mal, kann ich hier rein? Ne. Da was? Hey, Plätze im Lauf, lieber gerade mal. Nimm ich lieber wieder die Beine in die Hand. Fühle ich mich gerade wohler mit. Ich glaube, so bin ich auch den ersten Playthrough einfach durchgelaufen. Ich habe Plätze kaum benutzt. Ach, wir sind hier! Wow! Wow! Okay. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Da stehen. Die habe ich, glaube ich, relativ spät erst gemacht, das hier. Ich dachte gerade erst so, ey, das Graffiti an der Hand, aber hatte mein Graffiti zu der Zeit. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich gekleckert habe. Ich habe schon wieder gekleckert. So, was sind wir noch? Ein Turm hier, ne? Ein Turm. Ist der hier vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Der da? Der da wahrscheinlich eher, ne? Ne, passt in der Richtung nicht. Na gut, wir gehen erstmal hier hin. Und gucken uns dieses Dorf an. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Der Frost auf den Dächern? Vielleicht? Hey. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde!
Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay, das war's. Mir sagst du nix. Alles abgeschlossen. Schlag mich nicht, Herr. Warum sollte ich dich schlagen? Lass das Dorf nochmal. Heidfelde. Ich hatte irgendwie einen anderen Namen im Kopf, aber okay. Scheiße. Er ist tot. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst, muss ich ehrlich sagen. Also das war jetzt reiner Zufall. Ich habe einfach nur gedacht, so ja, wenn die Leute was verstecken, Stiefel. Die stecken sich immer so in die Schuhe. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Oh, nettes Detail. Etwas aufräumen. Achtet mal auf die Witcher-Kette. Die ist jetzt gerade voll am Wackeln. Das macht immer, wenn Magie in der Nähe ist. So, jetzt kann ich mal bitte.
Serpentin. Vermisst. Tamar Stranger, Tochter vom disputigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für diejenigen, die sie findet und zurückbringt. Aha, die Tochter vom Baron wurde. Interessant. Wurde entführt. Okay, das wollte ich gar nicht. Ich bin. Ich bin gerade nur so um die Kerzen nicht. Hier wurde schon mal dort gar nicht durchsucht. War eigentlich gerade hier noch das Ding zum Looten gewesen. Naja, untersuchen wir das mal. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Ja, und was machen wir jetzt? Lieber Witcher. Hendriks Notizen. Zahlung für einen Getreidesack. 35 nordische Kronen. Nilfgaardische Kronen, nordische Kronen. Rechnung für Holzkohle 24. Vermisst und gesucht. Okay. Finde die Hexe auf dem eigenen Forst oder befrage Bewohner Mittelhans nach ihr, okay? Quest blutiger Baron. Wirklich zum Bock des Barons. Ja, jetzt ist so ein bisschen so die Welt hier offen gesetzt worden, glaube ich. Wir haben jetzt viele, viele Möglichkeiten. So, wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Wir blenden die Hauptquest mal aus. Da können wir auch was blenden. So, hier. Wir haben das wilde Herz noch. Okay, das können wir jetzt sogar machen, theoretisch. Suche die Wahrsager. Die Wahrheit steht in den Sternen. Okay. Ist da hinten? Mhm. Wenn er den machen wir dann erstmal nicht. Das Herz. Was ist das? Das ist ganz in der Nähe, okay. Ich würde aber gerne erstmal hier so ein bisschen durchgucken, glaube ich. Ich bin ja ein neugieriges Kerlchen. Was hast du da zu Plätze? Ja, das war meine Schlüsselhelden. Beweg dich! Na gut. Reiten wir mal in diese Richtung von diesem. Ach, man ist ja ganz nah. Oh. Komm schon, Plätze!
So, was haben wir denn hier? Ich muss wieder hier irgendwo hochglitschen. Lassener Turm, geh rum, okay. Und der verlassene Turm ist aber erst interessant, später bei einer anderen Quest. Sehr schöne Bären und Wölfe. Gefällt mir nicht so gut. Dann gucken wir uns mal das Weißen hier an, würde ich sagen. Dann gucken wir uns hier um die Ecke an und haben das hier schon mal erledigt. Dann können wir einfach auf dem Rückweg da mal vielleicht vorbeischauen, weil hier ist alles tot. Hier so mal lang gehen. Und dann sind wir ja schon bei der Burg des Barons hier. Ach, wir haben so viel. Auf die Quest hier. Uff. Die erinnert mich auch noch sehr gut. Ich glaube, ich bin sogar das erste Mal einfach da hingeschoben, weil ich kaputt gefunden habe. Ja, viel mein Name, Tropf. Hier komme ich scheinbar nicht so wirklich weiter, okay. Er fährt ein bisschen zu langsam hier. Deswegen musst du leider zurückbleiben. Ja, was haben wir denn hier noch? Wölfe. So was Großes. Einsame Hütte. Dass du sogar einen Wegweiser bekommen hast. Warte mal, ist das die Hütte, die ich denke, die es ist? Oh ja, das ist die Hütte, die ich denke, die es ist. Oh, haben sie jetzt schon gefunden. Oh, okay. Das muss die Hütte sein, ja. Das ist auf jeden Fall die Hütte. Oh, ich habe die jetzt schon gefunden. Und vor allem, man wird schon wow, man spürt mir schon das. Das sind jetzt schon... Das ist nur ein Bär, der schlägt, okay. So. Okay, dann ist es wilde Herz. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Nein, ich will... Art. Ich hab doch gesagt, ich will die haben. Junge. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier mache. Warte mal, wir machen. Ich hätte vielleicht früher speichern sollen. Ich speichere einfach mal nochmal. So, denn ich weiß mich nicht. Man sieht ja hier Blut und alles, aber hier scheint nichts drin zu sein in der Höhle. Ja, vielleicht doch. Eine Kuh. Eine Kiste, ein bisschen Kohle, okay. Nehmen wir einfach mal alles mit, was wir kriegen. Okay. War es scheinbar schon. Okay, dann will ich die... Krass, das war ja hier. Scheiße, ey. Okay, wir machen eben das uns jetzt hier auf. Wir gehen in die Richtung direkt. Unverzüglich. Weil... Es wird geil. Da pinnt noch ein Bär. Okay. Schneller. Ja, plötzlich nochmal schneller, komm. Ich will mich jetzt nicht irgendwie aus Versehen irgendwas von der Quest kaputt machen. Dieser Gestank. Schön, dass wir jetzt einfach auf dem Weg mich kreuzt.
Aber ja, ist mir egal. Oh, ein Händler. Oh, ist das der... Oh nein, ich hab schon die... Oh, das ist die nächste Quest. Ach, oh, schön. Nein, wir gehen einfach rein, komm. Oder wir können nicht rein. Ah, wir können nicht rein, okay. Schade. Hätte ich hier auch noch eine... Ne, Dingensbummens. Die Ziege da schon gerade? Hallo Prinzessin. Naja. Ach, wie cool. Oh, ich liebe es. Ich liebe es gerade so sehr. Dann gehen wir erstmal hier noch hin, ja. Wenn man ein Pferd mal wollen würde. Aber schauen wir das ja nicht. Dann laufen wir halt selber. Der Problem ist, wenn du nur durch die Gegend streifst. Was soll sagen, was du noch machen? Ich bin gerade so, als wäre irgendwie so ein Altgeist-Ding heißen. Deserteure! Meine Lieben, an die Arbeit! Die Herren. Wird's noch leid tun, dass deine Mama dich raus. Verfickte Scheiße! Mund halten und kämpfen. Quatsch. Ja. Gerald steht wohl sehr auf Kopf ab. Muss man sagen. Also, menschliche Gegner geben wahrscheinlich immer. Blut. Wie scheint. So, was können wir uns denn hier bedienen? Mit Wasserflasche. Ja, eine können wir hier nochmal trinken. Aber wir können eigentlich auch einfach mal rasten, ne? So. Ich bin an den sogar mal gestorben. Glaube ich. Ich habe da irgendwie was im Kopf. Wenn ich ehrlich bin. So, wir wollen aber noch nicht hier hin. Wir wollen erstmal in das Dorf hier. Ja, dann geht es mal ins das Dorf. Heißt, wir müssen wieder in die Richtung. Wir müssen wahrscheinlich erstmal in den See rumlaufen, ne? Oder mein Pferd wieder. Nämlich das Fuck ist. Ich dachte gerade, da war ja ein Ertrunkener gewesen, aber war das ein Kind? Nee, wir sammeln Schnecken. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay, dann rede ich mit mir. Okay. Das ist hier jetzt Händler, der... Hallo, willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ja, will auch Gwen spielen. Warum will jeder Gwen spielen, ey? Krass. Was ist das? Erste Karte. Wir nehmen mal mit. Danke dafür. Dafür darfst du meinen Schrott kaufen. Gnädigerweise. Cool, oder? Davon kann ich mir noch was verkaufen, will ich gar nicht. Ich habe noch jede Menge für Plätze Sachen. Überlegener Rennsattel. Der war 7 Gewicht. Hm. 65 immerhin. Also ich glaube, der wäre, wenn ich den jetzt schon gehabt hätte damals, wäre schon krass gewesen. Glaube ich. Naja, wir machen das mal dem. Ah! Da krieg ich nicht ansatzweise so viel wie bei anderen. Wie man sieht, ne? Mit dem Stuff. Aber gut. Ah, ich wollte die Laterne mal austesten, stimmt. Bis dann. Was haben wir da gerade gekauft? Darf ich mir das durchlesen? Schaut nicht. Ah, jetzt.
als sie studieren unter der Anleitung von Professor Scalvo Artemisstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit den Piktogrammen, die wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Ah, Katzenschulausrüstung, nice, die wir ja auch anhaben. Ne? So welche. Katzenstahl. Ja, Katzenschuhe. So, ich wollte wegen der Laterne gucken. Der Laterne gucken. Die jetzt ausrüsten können wir. Wenn ich die jetzt haben will. Wie sieht das dann? Ah, dann habe ich nur einen Weg. Okay. Alles gut. Es pisst wieder wie aus Kübel. Macht vielleicht ein bisschen mehr Licht, ne? So. Hallo, ich bin der freundliche Hexer, der euch immer reichert. Bereichert meine ich, ich nehme euch alles weg. Was? Wache des Barons. Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hannah ja. Okay, der Typ soll mit dem, glaube ich, reden. Du musst essen, komm rein! Die können wir nicht reden? Nein. Okay. Dann reden wir mit ihm mal, würde ich sagen. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Okay. Frag die Nachbarn. Okay, dann fragen wir mal die Nachbarn. Hallo Nachbarn. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Okay. So. Haben wir die schon mal? Dann haben wir da noch jemanden, mit dem wir quatschen können.
Gehen wir erstmal hier rein, ne? Erstmal die Leute hier. Wow. Erstmal bereichern, ne? Ich bin ein Hexer, ich brauch den Loot. Oh, wieder eine Perle, nice. Wie viele Perlen habe ich denn überhaupt? Glaube ich ja auch hier drin nur 26 Stück. 100 sind die noch wert. Naja. Haben wir auch Muscheln? Mal so einen Gegenwert haben vielleicht. Die Muscheln kann man ja einfach zerlegen. Habe ich keine Muscheln mehr. Schade, okay. Oder das geht einfach nicht mehr. Weil ich gucke gerade falsch. Sind die vielleicht bei Alchemie die Muscheln? Wir müssen erstmal welche finden. Ich habe vielleicht gerade gar keine mehr.